Hallo Henne. Aber im Passivmodus, oder? Im Passivmodus. Ey, Hanna schlägt mir mit der Axt in den Rücken. Sie hat mir den Kopf gespalten. Was ist denn da los jetzt? Hanna rennt wie eine Verrückte und ihre Axt auf mich zu. Ich dreh völlig durch hier gerade. Hey, willkommen. Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge GDA Online zusammen mit Delay, Sergeant Max und natürlich Fabian. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich platziere mal eine Wette von 10.000 auf meinen Sieg. Ja, warum nee, nicht? Das tut ja nicht. Ich glaube, ich jetzt mal 600 drauf. Wir haben heute, nachdem wir in der letzten Folge wieder eine spannende Mission hatten, einfach mal gedacht, dass wir wieder so ein bisschen rennen, Fallschirmsprung und euch so ein bisschen nebenbei was vom Leben erzählen. Und Max wollte den Anfang machen, indem er darüber spricht, wie es damals war, Pfandflaschen sammeln zu müssen für Herbert Grönemeyer. Das war schön. Gut. Da haben wir ein bisschen Kohle verdient, ja? Ich bin Herbie. Wo ist denn der erste? Ach, da unten. Für Habi. In der Innensicht. Oh Gott. Für Habi. Ja, das habe ich jetzt natürlich ordentlich verkackt. Oh, das ist aber einer. Boah, das habe ich aber richtig gerne verkackt. Uiuiui. Oh, kriege ich den noch? Ja, aber nicht gut. Uiuiui. Sag mal so. Uiuiui. Sag mal was. Es ist eigentlich sag gar mal nicht. Was. Ah! Scheiße. Ja, stimmt ja, zu. Ja, alles gut. Ich habe es eigentlich verkackt. Eigentlich habe ich es verkackt. Alles gut. Ich habe euch verkackt. Alles gut. Alles gut. Geht's euch gut? Ja. Also, ihr schämt euch jetzt nicht für mich, ja? Oh, hallo Fett. Also, nicht mehr als sonst. 00 Burger kommt an mir vorbeigeströmt. Ja, das ist echt so eine. Ihr habt alle so coole Fallschirme. Ich hab so, meine Farben sind voll eigenartig. Ja, aber guck mal, ich hab so einen schönen Union Jack hinten drauf. Ja. Ihr wisst schon warum, ne? America. America, genau. America. America. Für Königreich und Staaten, alle. Komm. Ja, 10. Muss ich auch ein bisschen konzentrieren. Ja, ja. Du weißt mich selber, ne? Das hast natürlich jetzt richtig lächerlich gemacht. Ach komm, was mag ich denn? Komm, nee, hab ich komplett ver. Ey, ich war noch nie so schlecht beim Fallschirmspringen. Die Leute wissen das. Das ist aber auch manchmal echt tricky, ne? Ja. Echt. Also der ist echt schwierig, da darfst du eigentlich gar nicht hochgehen. Ja, die sind echt wahnsinnig nah aneinander hier. Ja. Das ist auch eine sehr ungewohnte Situation für mich, da muss ich mich erstmal drauf einstellen. Viel zu schnell. Was von dir erwartet? Nein, den pack ich nicht, den pack ich nicht. Hey Leute, wie geht's euch sonst so? Ich hatte heute was Spannendes an. Unfassbar schwierig gerade. Ja, komm. Ich hatte heute Morgen. Wie viele Punkte habt ihr denn? Lass uns mal vergleichen. Wo sieht man das denn? Rechts. 95. 195. Ich hab auch 95. Okay. 110. Ich hab 200. Und dann seid ihr die Führenden, habt ihr ja alles gekriegt, Alter, krass. Oh, jetzt muss nur noch landen hier. Oh mein Gott. Punktlandung bringt, glaube ich, auch nur 15 Punkte, wenn wir nicht alles. Ja, aber 125. Ja, aber das war nicht das Problem. Ich bin echt super abgekackt. Boah, hat er eine Punktlandung gemacht, oder? Wird eh wieder nicht landen können. Das ist. Alter, was geht ab? 240, guck mal, das ist nicht schlecht. Was geht ab? Da kommt Birgit noch an mir vorbei, gerauscht. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob mir das auch noch was bringt, ehrlich gesagt. An dir vorbeigerauscht zu sein. Es sei denn, ihr habt gleiche Punktzahlen. So, und genau in der Mitte, Alter. Mittiger geht's ja wohl nicht. Mittiger geht's ja wohl nicht. Schnittiger geht's nicht. War ein guter Einstieg. Auf, Alter, also, zurecht. Ja, hat Spaß gemacht so, ne? Vor allem sind wir jetzt gleich nach der Mission bei Sandy Shores. Da waren wir schon lange nicht mehr. Wir waren schon lange nicht mehr beim Flughafen in Sandy Shores. Das stimmt echt. Ja. Hier kann nicht einer von euch mal eine schöne Valkyrie irgendwie buchen und dann machen wir mal ein bisschen Party. Buchen? Ja. Buchen, ja. Sonst einen Charterflug über die Valkyrie buchen. Ein Charterflug? Also ich besitze keine. Charterreise, dachte ich eigentlich. Also hier schon mit Halbpension und sowas wäre schon ganz fett, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, oder? Ich möchte All-Inclusive, ja. Also wenn schon, denn schon. Ja, gut, aber so mit Bändchen dann? Habt ihr schon mal Urlaub gemacht mit All-Inclusive? Nee. Also ich noch nicht. Ich schon, und das war nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hast du, warum was, nicht? Was hast du dir erhofft? Was habt ihr euch erhofft davon und warum war es dann am Ende anders? Ach, wegen dem Essen und so, weil man halt doch viel unterwegs war und dann eher viel auswärts gegessen hat, als dann doch irgendwie da beim Hotel. Ja, und bei dir, Dario? Ganz super. Du fandst schon ein bisschen her. Ja, gut, du weißt natürlich, du bist ein Saint-Tropez, ne, mit deiner Milliardärenfamilie da. Und dann hat er wieder Crockett im Schnee gespielt hier. Mit Putin und so, ne? Wo warst du, Dario? Das war ja letzte. In der Türkei. Ich weiß gar nicht mehr genau wo, ehrlich gesagt. Ist schon ein bisschen her. Ja. Alter, wer rastet da so? Guck mal, erzähl doch nichts. War bestimmt Malle Ballermann und so, ne? Okay, Mann. Malle Ballermann. Auch inclusive, Alter. Ja, tut mir leid, dass ihr so lange auf mich warten müsst. Ich bin nicht so schnell. Aber du hast gute Punktzahl gemacht, Fab. Ja. Ich hoffe. Ich bin Erster, ja! Ich bin Zweiter. Sehr gut. Yeah. Ich freue mich sehr. Wieso habe ich nur 235 Punkte? Jetzt guck mal Move, mal sehen, ob ich den richtigen Move ausgewählt habe, warte. Ich habe natürlich, hat einer von euch gewettet? Ich hoffe nicht. Ja, ich habe gewettet. Wie viel? Ich habe gewettet. Hätte ich mal machen sollen. Ich glaube schon.
Ja, ich hab 700. Warte. Ja, wenn du schon sagst, dass du wettest, dann muss ich auch wetten. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, falscher Move, falscher Move. Schade. Deswegen habe ich am Anfang noch oh Mann gesagt, weil ich eigentlich wollte, dass er winkt so, hallo. Guck mal, ich habe jetzt Wettverluste von 10.000. Wohin gehen die denn jetzt? Wer kriegt jetzt mal 1.500 Wettverluste? Auf die Bank, ja, die gehen ins Leere, oder? Die Bank. Ja, natürlich dreist. Leere. Hat Spaß gemacht. Ein Schuss ins Leere. Ja. Also Kinder, macht eure Leere. Dann passiert euch sowas nicht. Was ist denn jetzt? Daumen runter. Lasst euch das eine Leere sein. Hat er gerade einen Daumen runter gegeben? Bin mir nicht ganz sicher, ne? Nein. Dario, warst du das? Freier Modus, oder was? Ja, dein Logo. Na klar. Zusammen mit. Na gut. Einigen Schulen sind die auch in der Ich weiß gar nicht, ob ich dann auf eurer Map bin auch. Du, also. Das werden wir gleich herausfinden. Ich hoffe doch. Wenn du während eines Raubüberfalls auf ein neues Fahrzeug stößt, wird es zum Kauf freigeschaltet. Schau dir also immer wieder mal das Angebot auf worstockcashandcarry.com an. Leckt es? Du bist so ein Penner, Alter. Hallo Leute, willkommen zurück. Hallo. Oh, Max, hilf mir bitte, ich stecke hier fest. Ich stecke fest, das Nagel, die rollt auf mich zu. Oh Mann, ey, du bist so ein Penner. Sie hat mich doch auch gekriegt. Hättest du mich gerettet, hättest du dich selber auch gerettet. Ich hätte auch wegfahren können, weißt du? Dann hätte ich mich gerettet und dich nicht. Ja. Erstmal schön das Geld aufs Konto tun. Wo ist er denn hier? Ich werde ist er denn hier? Wer ist das? Der ist nicht in unserer Crew. Tötet ihn. Der ist in meiner Crew. Der ist in meiner Crew. Tötet echt? Betze Power ist in seiner Crew. Da nee, Sandman ist der holt eine Knarre raus. Bin mir gesagt, der hat einen fetten Anzug. Der sieht aus, als würde er gerade aus einem Bollywood-Film kommen. Richtig cooles Outfit. Und alle haben so pinke Guns, ey. Wie heißt nochmal der Typ hier, der bei Bollywood jede Rolle spielt? Und ein Heli. Ja, schon. Was kann ich noch? Natürlich. Mir nicht, warum ich nehme den Heli. Oh, hallo, den Sandman. Nee, immer. Oh, Alter. Okay. Max, schnell, tu das, mich entführen. Da muss ich nicht bei denen einsteigen, weil die entführen mich nämlich immer. Also nicht, dass ich bei, um Gottes Willen, nicht, dass ich bei der Crew von Max einsteigen möchte. Da ist ein Jet, Birgi. Komm. Ja, nimm mich doch erstmal. Max, Mann. Birgi, komm schnell her. Oh nein! Oh, du bist so ein blöder Penner, Alter. Ich schwör's dir, ne? Was soll denn Birgi, das? Das verzeih ich dir nicht. Du bist so ein. Das verzeih ich dir nicht. Das war's. Ich warte auf dich. Du kannst trotzdem in den Jet. Mir hat's nur nicht gefallen, dass du mich hier gerade zurückgelassen hast. Ja, ich will fahren. Ich will fliegen. Ja, ja. Ich werde dir dies niemals verzeihen. Hau die anderen weg. Ja, die steigt doch gar keine ein. Ist alles gut. Okay. Wo seid ihr? Steigt ihr alle ein? Wo seid ihr? Warum haben wir denn eine grüne Markierung auf der Karte? Hab ich nicht. Die hab ich auch. Was ist denn das? Hat das eine Kiste? Was? Die hol ich mir, Alter. Wie wenn das so ist? Die schnapp ich mir. Ja. Das Problem ist natürlich, dass ich 3-4 Leute in meinem Helikopter hab. Die natürlich auch alle mächtig gierig sind. Mächtig gierig. Weil bei mir ist die Kiste. Wo denn? Hier ist gerade einer. Alter, das war ein Gag. Ach komm, Alter. Da ist ein Jet neben uns. In dem aber kein. Es ist ein NPC da drin. Krass. Wo der links oder rechts? Da ist schon ein Typ. Oder er ist unsichtbar. Da Max, hier müssen raus. Da unten ist aber schon ein Typ, der die Kiste gerade versucht zu snacken. Raus hier. Er hat die Kiste eingesammelt. Tötet ihn. Wie bitte? Wer war denn das? Hanni, der schießt auf mich! Max, töte ihn! Ja, bin dabei, er ist tot. Nice. Halt nur zu spät. So, ich nehme jetzt mal fett den Jet hier, Alter. Birgi, wo bist du? Ich bin beim Flughafen hier gerade immer noch. Okay, ja, ich auch. Ich warte jetzt hier auf Darium. Jet, Alter, im Jet, alles normal. Fett den Jet. Das reimt sich mit dem Jet. Birgi, willst du einsteigen oder wie läuft das? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich versuche mal diesen Wagen hier zu nehmen. Nimm dir mal diesen Wagen. Der aber leider abgeschlossen ist. Alter. Schade. Darium, bist du schon da? Nein. Dann fliegt Darium doch mal entgegen. Dort. Ja, mache ich. Wenn ich wüsste, wo er wäre, dann würde ich das tun. Ja. Warum landet er? Ist auf meinem. Was ging hier? Dings auf meinem Dings gelandet hier, Steini. Was geht hier? Dings auf meinem Dings. Hi, Leute. Sorry, Perry. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Da vor mir fährt so ein mega getuntes. Alter, was? Wie krass ist das? Ich komme gar nicht hoch. Weil der Dings da drauf ist. Der ist viel zu schwer. Warte, ich schieße ihn runter. Nee, das ist doch okay. Lass doch. Boah, warte. Vielleicht. Hast du noch einen Beifahrer, Dario? Ja, ich hab Yas Yonge. Yas Yonge. Als Beifahrer. Okay, das wird so nix. Birgi, du musst ihn mal irgendwie da runter machen. Ich glaube, der drückt ihn auch nach unten gleichzeitig. Huch! Oh, Entschuldigung, Fab. Ich hab den Flügel in die Fresse gekriegt. Birgi, Vorsicht! Vorsicht! Oh, Max! Oh nein, das wird nix. Da, ja, doch. Wow! Ganz nice gemacht. Krass. Ey, Birgi, warum? Na, ich warte nicht. Ich muss ja nicht. Weil einfach mal, es ist von Folge 1, Max, die wir dieses Let's Play machen. Habe ich immer deine Dinge zerstört. Oh, das ist so jetzt gewagt. Das sieht aber richtig fett aus gerade. Das sieht richtig fett aus, Max. Ich nehme das Ding. Das ist echt ganz nice. Ich beherrsche. So,
So, ich bin jetzt übrigens am Flughafen, Leute. Okay, sehr nice. Leid, aber ja, warte, ich guck mal, ob ich eine Rakete komm bei mir. Oh Gott, Max! Es tut mir leid, Max, ich hab eine Rakete abgeschickt. Es tut mir leid, ich bin schon längst tot. Okay, alles klar. Ja, okay. Fliegt bist du rausgesprungen? Auch gut. Ja. Sonst noch jemand? Okay. Perry auch. So, fertig. Hä? Wieso fliegt die Maschine denn trotzdem weiter? Nein, das ist nicht meine. Wem gehört die denn? Da ist jemand anders drin. Dario, in welchem Dings bist du? In welchem Heli? Ich bin gerade im Heli hier mit zwei Leuten. Okay. Wir sind drei insgesamt. Alter. Ihr seid da ganz oben, kann das sein? Nee. Geht denn da hinter mir? Liegt gerade über der Steini. Über Steini. Ah, das Bergi. Gott sei Dank war da gerade keiner von euch. Oh, Fab. Hallo Fab. Hi. Boah, das ist richtig Party gerade, Alter. Liegt ein riesiges Flugzeug. Ist da drin? Riesiges Flugzeug. Boah, Alter. Riesig. Hier sitzt der einmal. Nice. Du hast voll meinen Kopf erwischt, Bergi. Alter, hau ab, Mann. Alles gut. Kennst wo du seid noch? Ihr? Mal wieder? Wir sind immer auf beim Flugfeld. Gehen wir mal da eine Runde. Okay. Max? Alter, geh weg, Bergi, geh weg. Was machst du da eigentlich? Kennst du den Film Tomorrow Never Dies? Oh Gott. Boah, Alter. Ja, warte. Gut, dann muss ich jetzt leider einmal hier die... Nee, komm, kein Raketenwerfer, Alter. Ah! Hört dich nicht richtig? Boah, Alter, was passiert, Mann? Das ist in meiner Hand explodiert. Warum springt ihr raus? Bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Ach, da bist du drin. Guck mal, warum fragst du denn, wo wir sind? Rolle. Nate Meyer. Weil ich es nicht gesehen habe, weil ihr ja, die Klappe ist hinten auch bei den... Ah, das ist kaputt, schade. Oh, der Flug. Oh Gott, oh Gott! Alter, okay. Hanna kann noch angeben. Man kann da sogar rein. Wo kann man rein? In das Flugzeug hier hinten. In welches? Ja, in diesen, in den Titan. Boah, Alter. Ist die Klappe offen? Was ist los das hier, Mann? Das ist gut. Endlich was geht mal. Mit Nate Meyer ab, ganz kurz? Nate Meyer. Weiß keiner. Nate Meyer. Vor allem beim Fab so. Weiß keiner. Was mit... Bist du, was machst du da? Was machst du da? Alter! Alter! Was war das denn? Ich hab's überlebt. Was passiert? Ja, Max, was passiert, überlebt. Alter? Was passiert? Alles exploded hier. Alles exploded. Birgit jetzt auch überlebt. Achtung, ja. Tief. Birgit lebt noch, Alter. Na klar, Birgit ist ja auch ein Pro. Bringt dir nochmal alles andere in die Luft. Hi. Hi. Ey, du willst ein kleines Duell. Nein. Leute, wir müssen ein Duell ausschalten. Och, Perry Freaky, Alter, ganz im Ernst. Was, da hab ich einmal einen Helikopter. Finde ich gut, dass du es gemacht hast, weil... Wir müssen Sweetie Cream ausschalten. Und Perry Freaky, bitte. Hier ist ein Jet. Jemand versucht auf mich zu schießen. Hier ist ein mega krasser Jet. Hallo, Hanna. Aber im Passivmodus, oder? Im Passivmodus. Ey, Hanna schlägt mir mit der Achse in den Rücken. Sie hat mir den Kopf gespalten. Was ist denn da los jetzt? Ich hab mich voll skalpiert. Krass. Ja, ach, Leute. Da würde ich mal drüber nachdenken. Da ist er, da ist er. Er muss sterben. Nate, Mann. Ist er schon oder? Wieder los? Ja, nice. Sandman, Digga. Ja, nice. Danke. Alter, wie viele kaputte Fahrzeuge hier liegen? Hanna rennt wie eine Verrückte und ihre Axt auf mich zu, Mann. Ich dreh völlig durch hier gerade. Die ist richtig out of control. Out of control? Einfach weg. So, Steini und ich fliegen jetzt erstmal hart mit der Velum hier eine Runde. Oh Mann! Sag ein, Alter. Sag ein, Steini! Max, wo bist du? Hier, Max, siehst du das? Guck sie dir mal an, Alter. Ahnst du sie? Wie sie mir hinterher rennen? Wie so eine Verrückte. Ich hab richtig Angst, Alter. Mal gucken, ob ich. Nein, sie schlägt wieder! Ja, okay. Dann hau rein. Bis Leute, ja, guck mal, was ich habe. Oh, hau ab, Alter. Was hast du? Was hast du denn? Ich hab nichts. Nach rechts. Ich hab nichts. Ist okay. Ja, ist da links, zieh hoch! Ja, ich zieh hoch! Okay, lass dir Zeit, noch nicht. Schleif, jetzt! Jetzt, durch die Stromkabel! Yay! Nein! Kann man rausschießen eigentlich? Oh, Birgi hat den Hydra-Faktor! Nein, hab ich gar nicht! Aber du bist im Passivmodus. Geh mal in die Innenansicht, ich sitz hinter euch, Jungs! Wo konnte ich denn nochmal die Dingens umstellen? Ach da, okay, alles klar. Nice! Er kann uns gar nichts. Nice! Wieso kann ich euch nichts? Wo ist er denn? Haut rein, Leute! Ich kann nicht rausschießen. Tschüss, Max! Hey, Zack! Überlebst du? Kann ich wenigstens nach... Oh, Alter! Ach, Böck! Kann ich wenigstens nach... Genau deswegen! Sorry, ihr seid hier über Sperrgebiet! Ich will raus! Ich auch! Das war mir zu heftig! Hey, ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Alleine über Sperrgebiet! Das war nichts, das war nichts von mir! Das für eine Aussage! Hat euch eine Rakete getroffen, oder was? Ja, irgendwie. Kann man schon mal passieren, ganz ehrlich. Ich war es nicht. Was sieht denn wer ist das da Person? In dem. Was will er hier, Alter? Was will er? Wer ist das? Hallo. Ich bin das. Pep. Nein, das bist du nicht. Doch. Das okay, bist du Leute. Nicht. So, da. Anvisieren. Und. Hallo. Hallo. Jetzt kommen sie mit der Axt, Alter. Das Hallo. Ist Birgi. Boah, der rastet gerade richtig aus. Hä, was war das denn? Hä, der fliegt hier nach oben. Hä, was hat er denn? Hä? Oh! Ja, hast du das gerade gesehen? Nee. Hä?
Okay, hat Spaß gemacht, Birgi. Okay. Ist vorbei jetzt? Ja, hab keinen Bock mehr jetzt. Okay. Ganz ehrlich, so wie du dich benimmst, Alter. Es tut mir leid, ich auch. Kannst du mich wenigstens mitnehmen? Ja. Ja, nein. Komm her, ich bin hier unten. Oh, komm, nimm mich mit. Irgendjemand hat auf dich geschossen. Ja, ich merk's gerade. Ich merk's. Ah! Was ist das denn, Alter? Ich hab mich nochmal gedreht über dem Arzt. Nächstes Mal dann vielleicht ein bisschen mehr Skills und ab dem nächsten Mal wird's garantiert natürlich auch wieder etwas strukturierter. Das waren jetzt zwei Folgen, die natürlich ein bisschen aus der Reihe getanzt sind, weil wir alle sehr aufgeregt sind. Wir haben alle heute sonnige Tage gehabt. Dementsprechend natürlich auch wohlige Gemüter. Und jetzt geht's nochmal raus, schön an die an den Strand. Wir sind ja gerade alle zusammen in Domrep, falls ihr das noch nicht wusstet, deswegen auch die neue Location bei Max in der Facecam. Bedanke mich auf jeden Fall dabei, dass ihr da alle dabei wart, und ich bedanke mich natürlich auch bei euch Zuschauern, die heute wieder so fleißig eingeschaltet haben, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, und möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen, dass ihr uns hier die Treue haltet und so fleißig mitmacht und mitschaut. Und möchte auch mit einem weinenden Auge sagen, dass ich sehr traurig bin. Bis dahin. Tschüss. Amen. Tschüss.